Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Vor uns liegt das Samsung Galaxy S5 und ich habe nun schon einige Zeit damit rumgespielt und wie bei jedem Smartphone auch hier auf viele versteckte Features und Tricks geschaut. Ich habe einige gefunden, die euch das Arbeiten verschönern und erleichtern werden. Ungefähr 50 Features und Tricks habe ich gefunden und die wollen wir nun nacheinander durchgehen. Im Hintergrund dürft ihr jetzt schon ein paar sehen. Und ich sag's euch, keiner von euch wird sie alle kennen. Wenn doch, bin ich extrem überrascht. Zählt doch mal mit und schreibt am Ende ehrlich in die Kommentare, wie viele ihr davon kanntet oder nicht. Wir wollen jetzt gar nicht lange quatschen, deswegen legen wir jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen langsam an und es gibt immer wieder ein paar Höhepunkte mit extrem spannenden Sachen. Das erste, wo ich sowieso weiß, dass ich das gefragt würde, ist: Kann ich My Magazine irgendwie entfernen? Und ich sag's euch, ja. Momentan ist es noch so festgelegt, dass ich sie auf dem Homescreen wische, wenn ich ganz links bin. Aber wenn ihr einfach diese Pinch-Zoom-Geste rückwärts macht, dann bekommt ihr eine Übersicht über alle Seiten. Hier findet ihr auch die Startseiteneinstellungen und hier könnt ihr das Häkchen bei My Magazine ganz einfach wegmachen. Und wenn ihr nun wünscht, hin und her wischt, meine ich, dann landet ihr eben wieder auf der letzten Seite. Ich glaube, das ist einfach zu verstehen und so einfach geht es. So werdet ihr My Magazine los. Viele von euch wissen es, ich besitze einen Samsung Galaxy Note 3 und das kommt mit einem S Pen. Dieser S Pen funktioniert allerdings nicht auf dem S5 und deswegen hat sich Samsung was einfallen lassen. Ihr könnt einfach irgendetwas Metallisches nehmen und damit, ihr seht da schon, euer Smartphone bedienen. Je nachdem, was ihr da habt, habt ihr damit mal mehr Spaß und mal weniger. Denn so eine Apple-Tastatur, die ist nun wirklich nicht leicht immer mitzunehmen. Und ich sag's euch, wirklich praktisch ist das nicht. Ihr könnt euch also irgendwas Metallernes nehmen und damit euer S5 bedienen, falls euch der Finger nicht reicht. Was wir uns als nächstes ansehen, das hat mit diesem komischen Kästchen hier zu tun und diesem Kreis. Werfen wir mal einen kurzen, genauen Blick darauf, damit ihr seht, was ich meine. So, das ist genau genug. Genau, was kann das nun? Zum einen hätten wir hier die Toolbox. Wir können beide Kästchen übrigens festhalten und rumziehen. Wenn wir diese ausklappen, haben wir hier fünf verschiedene Apps unserer Wahl. Das erreichen wir ganz einfach. Wir ziehen einfach mit zwei Fingern die Statusleiste runter. Mit einem bekommen wir nämlich nur die Benachrichtigungen. Und dann haben wir hier das Kästchen Toolbox. Das können wir mit einem Klick aktivieren oder deaktivieren. Und wenn ich es festhalte, dann komme ich direkt in die Einstellungen und hier habe ich dann auch die Möglichkeit, die Anwendungen, die dort angezeigt werden, auszusuchen. Wenn ich jetzt noch eins auswähle, dann steht da: Achtung, das geht nicht, es sind nur fünf möglich. Diktiergerät will ich nicht, aber E-Mail und Essen. Essen bestellen geht immer, scheiß auf die Mails. Dann nehme ich mir einfach das dazu. Das speichere ich, dann habe ich das hier, habe immer diesen Schnellzugriff und das finde ich doch recht praktisch. Wem das nicht gefällt, der kann auch noch dieses Assistentenmenü aufrufen. Und was ist das? Ein Klick darauf und wir sehen viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich mache mal gerade das Display dunkler, dass ihr besser lesen könnt. Jetzt passt das. Dieses Zittern hier, was ihr gerade seht, das liegt einfach an Kamera, Licht und dem Handy. Macht euch keine Sorgen, das ist beim Handy nicht so. Also, hier haben wir nun die wichtigsten Zugriffe: Home-Taste, Zurück-Taste, aktuelle Anwendung-Taste, all das finden wir hier. Ersetzt also quasi diese drei Tasten hier unten, denn so ist das vielleicht leichter mit einer Hand zu bedienen. Weiter unten gibt es dann noch Cursor, weitere Optionen, Lautstärke, Bildschirmsperre, Screenshot, Zoom-Geräteoption und Einstellung. Ich halte das für extrem praktisch, deswegen muss ich euch das zeigen. So, das Display geht mir auf den Senkel besser, oder? Wie bekomme ich das Ganze? Der Weg ist lang, aber er lohnt sich. Wir gehen in die Einstellungen. Die finden wir hier zum Beispiel. Das packe ich mal an die Seite. Wie gesagt, ihr könnt das dorthin packen, wo ihr das gerne hättet. Jetzt suchen wir uns. Wir könnten mal zu allgemein gehen. Ja, ich wusste, es ist einfach viel zu unübersichtlich. Gerät. Und jetzt finden wir hier Eingabehilfe. Jetzt suchen wir uns Geschicklichkeit und Interaktion und jetzt haben wir das Assistentenmenü hier. Das können wir direkt auch wieder ausschalten, wie ich es denn gerne hätte. Menü bearbeiten, Kontextmenüoptionen für ausgewählte Anwendungen, Assistentenmenü anzeigen. Das ist dann Assistant Plus. Na, so. Na, gut.
Ja, haben wir auch das gesehen, Schreibhand rechts oder links, auch das kann ich hier noch auswählen und hier habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze umzusortieren. Wenn ich beispielsweise die Geräteoption nicht brauche, dann haue ich die weg und hole mir dafür Ausschalten her oder viele finden wahrscheinlich Bildschirm drehen spannend. Natürlich kann ich auch hier die Reihenfolge und somit die Seiten ändern und das wäre dann das. Das Assistentenmenü finde ich wirklich cool und deswegen musstet ihr das sehen. Wir lassen ein bisschen Magic walten, machen einfach den hier und schon entsperrt sich das Display. Sieht das nicht schick aus? Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr schmutzige Finger oder sowas habt. Warum auch immer sie schmutzig sind, ganz egal, was ihr gemacht habt. Was ist das? Wir waren wieder bei Geschicklichkeit und Interaktion, kennen wir ja schon den Weg. Und hier gibt es dann R-Aktivierung. Wichtig, das Ganze muss auf einer festen Unterlage sein. Sonst, das gucken wir mal gerade. Jedes nicht. Liegt es aber, geht es. So, ist das praktisch oder ist das nicht praktisch? Ich finde ja und deshalb musste ich euch das zeigen. Für alle, die das zu kompliziert finden, die können auch einfach den S-Finder, die Systemsuche nutzen. Statusleiste runter auf S-Finder und dann könnten wir hier zum einen sehen, was wir wann gesucht haben und dann können wir natürlich eintippen, was wir suchen. Zum Beispiel sowas wie Babyphone. Das ist allerdings noch nicht der Punkt, den wir uns jetzt anschauen, sondern gleich erst. Ja, das S5 kann einfach alles. Gut, jetzt wollen wir erstmal schauen, die Einstellungen sind ja nun in einer komplett neuen Ansicht zur Verfügung gestellt worden. Und das ist noch nicht mal diese hier. Ich habe sie nämlich schon geändert. Normalerweise sieht das Ganze so aus. Das ist die neue Ansicht. Schön ist, dass man hier total flockig durchscrollen kann. Man kann verschiedene kleiner machen, verschiedene Kategorien, die ich zum Beispiel selten brauche oder sowas. Und dadurch erreiche ich dann natürlich die verschiedenen Sachen. Jetzt habt ihr aber schon gesehen, mir taugt das irgendwie nicht so. Ich möchte das ändern. Also gehe ich auf die drei Punkte und entweder auf Registerkartenansicht, das ist dann das, wo wir eben waren, oder auf Listenansicht. Und dann haben wir einfach alles untereinander. Je nachdem, was ihr für spannender oder leichter oder toller haltet, könnt ihr das hier auswählen. Jetzt kommen wir aber zum Babyphone. Und weil der S-Finder so schön war, wählen wir ihn einfach nochmal. Baby Phone. Suchen. Okay. Hier ist es also und hier finden wir auch direkt den Weg. Und das ist es, was ich euch zeigen möchte. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr praktisch. Jetzt könnt ihr ihn sehen, aber das machen wir wieder weg. Also das Baby Phone finden wir hier und so schaut es aus. Wir gehen nochmal kurz die Schritte zurück, damit ihr das sehen könnt. So, hier gehen wir dann zur Hörbehinderung. Warum auch immer es dort ist, Babyphone. Wenn also das Handy erkennt, dass das Baby schreit, dann könnt ihr benachrichtigt werden. Tippen Sie die Starttaste, um das Babyphone zu aktivieren. Vorher müssen wir es natürlich noch anschalten. Diese Funktion funktioniert am besten, wenn das Telefon innerhalb eines Abstandes von einem Meter zum Baby platziert wird und es keine Hintergrundgeräusche gibt. Dieses Handy ersetzt keine Eltern, kümmert euch um euer Bike oder um euer süßes Kind. Das Handy ist natürlich nicht da, um das zu ersetzen. Also, Geräuscherkennung läuft. Ich habe mal versucht, ein bisschen rumzuweinen, hat aber nicht geklappt. Tut mir leid, sonst würde ich euch das gerne demonstrieren. Ganz spannend ist, über die drei Punkte können wir hier noch einstellen, dass wir per Blitzlicht benachrichtigt werden wollen, wenn es denn soweit ist. Finde ich wirklich nicht dumm, schön. Wir stoppen das Ganze wieder, weil kein Baby in der Nähe ist, das schreien würde. Also lassen wir das. Das hier kennen wir schon, die Eingabehilfe, da waren wir schon ein paar Mal. Und bei Hörbehinderung finden wir die Blitzlichtbenachrichtigung. Wenn angerufen wird oder ein Alarmton kommt, dann wird hier hinten der Blitz benutzt, um euch das Ganze möglichst auffällig irgendwie mitzuteilen. Finde ich ebenfalls praktisch. Viele benutzen das, ist vielleicht in der Schule nicht ganz so gut, da dürft ihr ja eh kein Handy benutzen. Aber wenn ihr auf irgendeiner Studentenparty seid und alle gerade rummachen und ihr sowieso nur damit beschäftigt seid, denen zuzugucken, weil ihr keinen habt, dann lenkt euch das schon mal schön ab. So viel also zur Blitzbenachrichtigung, auch die musstet ihr kennen. Was wir uns als nächstes anschauen, ist der von mir sogenannte Triple Zoom.
Wir tippen einfach irgendwo dreimal ins Display und das Ganze wird vergrößert. Anhand dieses blauen Rahmens wird es nochmal sichtbar, dass ihr in diesem Modus seid. Per Pinch to Zoom könnt ihr nun die Größe ändern und dann könnt ihr ganz normal durch das Display wechseln. Ihr seht schon, das macht nicht so viel Sinn, weil man nicht viel sieht. Also zoomt ihr entweder raus oder aber ihr benutzt zwei Finger und bewegt euch damit dann ganz normal hier rüber. Ich weiß noch nicht genau, wofür wir das nutzen können, aber für Leute, die schlechte Augen haben, ist das vermutlich extrem praktisch. Noch einmal dreimal tippen und der Rahmen geht weg und ihr seid im normalen Modus. Wie kommen wir dahin? Auch das geht wieder über die Einstellungen, über die Eingabehilfe, dieses Mal aber über Sehhilfe. Vergrößerung mit Gesten ist genau dieser Punkt. Hier wird nochmal alles erklärt, aber ich denke, ihr habt das verstanden. Ein oder aus, je nachdem, was ihr vorhabt. Und so funktioniert das. Was wir uns als nächstes anschauen, das wird vor allem die Leute freuen, die entweder immer SD-Karten im Smartphone haben oder zur kleineren Variante gegriffen haben, eben weil sie ein bisschen mehr Speicher durch ihre MicroSD-Karte draufpacken möchten. Kurz gesagt, Apps lassen sich auf die SD-Karte verschieben. Wir gehen mal in die Einstellungen, scrollen runter zum Anwendungsmanager und suchen uns irgendeine App aus. Zum Beispiel AnTuTu X Benchmark. Jetzt habt ihr hier den Punkt auf SD-Karte verschieben. Momentan ist der grau, weil ich keine SD-Karte drin habe, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass es funktioniert und das wisst ihr jetzt. Weiter geht's mit einem nützlichen Feature im Browser. Dafür öffnen wir diesen natürlich, suchen uns irgendetwas mit viel Text, zum Beispiel diese Seite hier, und jetzt suchen wir uns irgendein Wort, das wir gerne übersetzt haben möchten, beispielsweise Statusleiste, nein, Telefon, das geht auf jeden Fall. Wenn ihr das Wort festhaltet, also markiert, dann erscheint hier oben ein Menü. Alles auswählen, kopieren, senden, aber auch Wörterbuch, Internetsuche und suchen. Bedeutet, direkt aus dem Browser raus könnt ihr euch etwas übersetzen lassen. Keine Übereinstimmung gefunden? Okay. Ihr öffnet einfach die drei Punkte, geht auf Wörterbücher verwalten und jetzt seht ihr, was ich installiert habe und was ihr installieren könnt. Das heißt, das Ganze ist auf viele Sprachen ausgelegt und muss nicht nur Englisch sein. Von Ukrainisch nach Englisch oder Türkisch oder Schwedisch oder Norwegisch. Wir gehen das mal kurz durch, damit ihr wisst, was hier so möglich ist. Und dann funktioniert das auch. Wir suchen uns mal aus, ich habe das vorher mit Reiter probiert, festhalten, Wörterbuch und dann Reiter, Rider Horseman oder Rider oder Barrier oder so. Mit Lautsprache, alles dabei, was ihr gerne hättet. Man kann das Ganze nun aber auch im Internet suchen und dann kommt hier so eine neue Seite reingewrappt, muss ich nicht mehr so sagen. Ebenfalls etwas sehr, sehr Praktisches, was ich euch zeigen wollte. Okay, Google, wer ist deutscher Meister? Na, da wurde ich wohl ein bisschen schnell. Was ich euch sagen möchte, ihr habt hier dieses Google-Dings sowieso. Ihr müsst nicht draufklicken und ihr müsst auch nichts antippen. Ihr könnt einfach sagen, okay, Google, wer ist deutscher Meister im Fußball? Okay, Google, wie hoch ist der Eiffelturm? 324 Meter. Okay, Google, bekomme ich irgendwann eine Tonne Schokolade geschenkt? Ihr seht schon, ich bekomme nichts von meinem Freund geschenkt, das ist blöd. Das tut mir leid, das wollte ich jetzt auch nicht nochmal zeigen und drauf rumreiten. Aber es geht halt um Schokolade. Gut, es geht eigentlich um Google und das hat geklappt. Das wollte ich euch zeigen. Was ich euch auch zeigen möchte, das ist, dass wir den Akku hier oben in Prozent angezeigt werden haben lassen können, wenn wir möchten. Wir gehen wieder in die Einstellungen und suchen dann den richtigen Punkt. Der da heißt Akku. Akku. So, und hier gleich ganz oben gibt es die Möglichkeit, euch das anzeigen zu lassen. Ich halte das für extrem cool. Ich halte das für extrem spannend und ich benutze das immer. Aber wer es nicht haben möchte oder wer es haben möchte, der kann sich das eben hier einstellen. Screenshot. Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Ganz einfach. Es gibt zwei Wege. Home-Button und einen auf Power. Gleichzeitig gedrückt halten für eine Sekunde,
Der Screenshot wird gespeichert. Ihr könnt ihn euch anschauen, könnt ihn löschen, bearbeiten oder auch gleich senden. Wenn euch das Vorschaubild nicht gefällt, dann könnt ihr es kleiner machen oder einfach wegschieben. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Mit dem Finger über das Display swipen. Wichtig, das Display muss dabei berührt werden. So steht es zumindest in der Anleitung. Ein weiser Mann hat mal herausgefunden, dass wenn der Home-Button ein bisschen lange braucht, ihr seht das, da ist immer so eine Sekunde oder eine halbe dazwischen, bis er reagiert, dann liegt das an irgendeinem Fehler. Was genau ist das? Wir tippen einfach zweimal auf den Home-Button und dann wird SOS geöffnet. Wir gehen auf die drei Punkte und auf Einstellungen und jetzt finden wir den Fehler. Man kann es über die Home-Taste öffnen. Wenn wir hier das Ding wegmachen, dann reagiert das schneller. Woran liegt das? Normalerweise ist es so, dass der Home-Button dann quasi wartet, ob noch ein zweiter Klick für SOS kommt oder nicht. Wenn es ausgeschaltet ist, wird gar nicht darauf gewartet und deswegen geht das schneller. Als nächstes schauen wir uns das hier an. Wir waren schon bei den Tasten hier unten. Was können sie so? Wir haben eine laufende Anwendung-Taste, die uns alle laufenden Anwendungen zeigt. Halten wir diese gedrückt, können wir hier diese Übersicht über alle Homescreens sehen. Quasi dasselbe, was wir hier bekommen. Der Home-Button bringt uns überall raus, egal wie tief wir drin stecken, außer aus dem Schlamassel vielleicht. Halten wir die Taste länger gedrückt, öffnen wir Google Now und wenn wir das möchten und sie zweimal drücken, ihr habt es eben gesehen, könnten wir auch S-Voice öffnen. Es gibt die Zurücktaste, die uns immer einen Schritt zurückbringt und wenn wir sie länger gedrückt halten, dann öffnet sich Multi-Window. Multi-Window, okay, was genau ist das? Wir können, ihr seht das hier schon, zwei Apps gleichzeitig laufen lassen. Internet und E-Mail beispielsweise, je nachdem, was ich vorhabe. Ich kann die Fenster größer oder kleiner machen, so wie es mir denn gefällt. Ich kann jetzt hier gleichzeitig arbeiten, E-Mail schreiben und unten so lange schauen, was die Nachbarin treibt oder sowas. So schaut das hier aus. Das Ganze kann ich auch direkt wieder hiermit schließen und oben über die Statusbar können wir Multi-Window auch wieder schnell aktivieren oder deaktivieren. Ist es deaktiviert, kann ich meinen Finger so lange auf dem Zurück-Button gedrückt halten, bis er anfängt zu schimmeln, dann geht es natürlich auch nicht. Aber das solltet ihr ebenfalls wissen. Der ein oder andere kennt das aus dem Winter, es ist kalt, ich muss trotzdem was mit meinem Handy machen und dann friere ich mir entweder den linken großen Zeh ab oder aber ich stelle etwas ein. Was genau, das gucken wir jetzt. Einstellungen ist wieder der richtige Weg, dort dann zu Anzeige und hier gibt es dann Touch-Empfindlichkeit hoch. Höher oder hochstellen, wie auch immer das heißt. Und jetzt können wir das Ganze auch mit Handschuhen benutzen. Ich habe das getestet, habe die Handschuhe jetzt aber nicht hier. Vertraut mir einfach, es funktioniert. Müsst ihr dazu mehr wissen? Nein. Ich habe das auch schon bei den letzten Geräten gemacht und auch dort hat es funktioniert. Das heißt, im Winter müsst ihr euch keine Sorgen machen. Oder ihr verzichtet einfach mal auf euer Handy, wenn ihr draußen seid. Jetzt noch ein ganz, ganz schlubbeliger Tipp für alle, die es nicht wissen. Ein Finger, Statusleiste, Benachrichtigung, zwei direkt die Toggles. Hier oben können wir ebenfalls hin und her wischen, aber ist halt einfacher, wenn wir das so machen. Gut, auch das wollte ich noch ganz kurz unterbringen. Und jetzt kommen so ein paar ziemlich coole Sachen. Cool, weil sicher ist das Erste, was wir uns anschauen. Das Ganze finden wir ausnahmsweise mal in den Einstellungen. Und zwar ist es der Notfallassistent. Was genau ist das? Wir schalten ihn einfach mal ein. Nein, das mochte ich gar nicht sehen. Hilfenachrichten senden, das ist es. Dreimal schnell die Ein-Aus-Taste drücken, um einen schnellen Alarm an Ihre wichtigen Kontakte zu senden. Zweite Seite, Ihre wichtigsten Kontakte werden durch Notfallbenachrichtigung über Ihre Situation informiert. Und wenn die Funktionen unten aktiviert werden, werden zusammen mit den Notfallbenachrichtigungen Bilder und Aufnahmen gesendet. Wir schalten das mal an. Ich muss sagen, dass ich keinen Scheiß damit mache und dass das nur eine kleine Hilfe ist. Und jetzt kann ich auswählen. Bilder senden. Ich kann, wenn ich dreimal die Ein-Aus-Power-Taste drücke, direkt hintereinander, dafür sorgen, dass, wenn ich in einer Notfallsituation bin, sowohl von der Vorder- als auch von der Hauptkamera gleichzeitig ein Foto aufgenommen wird und das an eben die von mir ausgewählten wichtigen Kontakte zu senden. Gleichzeitig kann ich auch noch eine Audioaufnahme dranpacken. Wichtig ist natürlich, dass ich dafür Kontakte habe und die kann ich hier auf dieser Seite erstellen. Maximal 4 Stück, einfach auf Plus klicken, neuen Kontakt erstellen oder aus den bisherigen Kontakten auswählen. Fertig.
Und an diese Nummern wird das Ganze dann gesendet. Ist vielleicht ganz praktisch, mehrere Nummern als nur eine einzugeben. Geoneuigkeiten. Ist irgendein Unwetter los, ein Orkan, auch ein Tsunami oder sonst was kommt auf mich zu, dann kann ich mich hiermit ebenfalls davor, ich sag mal, warnen lassen. Dazu braucht man natürlich meinen Standort. Naturkatastrophen, extreme Wetterbedingungen, hier bekomme ich dann eine Nachricht. Auch das ist doch gar nicht mal so unpraktisch. Dann haben wir noch den Notfallmodus. Der Startbildschirm bekommt ein schwarzes Theme, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Sie können Nachrichten schreiben, Kontakte durchsuchen und Notfallanrufe tätigen und einige andere Apps sind nicht verfügbar. Notfallmodus ungleich super Energiesparmodus. Extrem super ultra Gigasparmodus. Nicht das gleiche, aber auch das kennt ihr nun. Ihr seid von diesen ganzen Funktionen gelangweilt oder überfordert oder einfach Smartphone-Einsteiger und euch ist das hier zu kompliziert. Dann hat Samsung ebenfalls was für euch. Wir gehen in die Einstellungen, scrollen runter, bis wir zu einfacher Modus kommen, wählen diesen dann hier oben aus, wählen noch ein paar Anwendungen, die dort zur Verfügung stehen sollen, klicken auf OK und das Ganze passt sich an. Wir haben hier nicht mehr viele Seiten, sondern nur noch drei. Zwischen denen können wir hin und her wechseln. Hier oben sehen wir all unsere Kontakte, die wir hinzufügen können. Machen wir doch mal eben neuen Kontakt oder vorhandenen Kontakt. Jetzt wähle ich mir eben sie aus und wenn ich jetzt da drauf klicke, habe ich hier diese Übersicht, kann anrufen, eine SMS schreiben, einen Videoanruf starten oder mich dorthin navigieren lassen. Hier oben habe ich übrigens noch einen Schrittzähler, den ich so erreiche. Wie viele Schritte habe ich heute gemacht? All das kann ich sehen. Ist also quasi ein Schnellzugriff. Ganz rechts habe ich dann meine Anwendung und kann hier natürlich weitere hinzufügen. Das Ganze ist hier in dieser alphabetischen Liste. Valamo möchte ich haben. Weitere Anwendung, dann komme ich wieder in diese Liste. Und in der Mitte habe ich die Übersicht, meinen Haupt-Homescreen quasi. Die Taschenlampe kann ich hier anschalten, ausschalten. Kamera, Nachrichten, Telefon, Internet, Uhrzeit, Kalender und Wetter, das ist das, was ich hier sehe. Vergrößerung. Habe ich jetzt wohl nicht erwischt, oder? Ach, so ein Schmarrn. Ich bin aber auch ein Fluppe. Wir machen mal ein Foto von einem Text. Das seht ihr da oben gar nicht, oder? Da ist ein Text. Da ist ein Text. Und hiermit kann ich mir das vergrößert dargestellt anschauen. Es ist dunkel, dann mache ich lieber noch das Licht an. Den Fokus kann ich nochmal nachfokussieren lassen und aufnehmen kann ich das ebenfalls. Ist das nicht praktisch? Doch, das ist praktisch. Man geht hier also vor allem auch auf ältere Herrschaften ein. Da möchte ich jetzt aber wieder raus. Wie geht das? Einfacher Modus, Einstellungen. Hier sehe ich dann nur die normalen Einstellungen. Aber wenn ich dann ein bisschen runterscrolle, bis ich hier zum einfachen Moduswechsel, den komme, dann kann ich auch wieder in den normalen Modus wechseln. Hilfreich, praktisch, ich denke schon. Jetzt wird es richtig sinnvoll und zwar ist es der private Modus, den ich euch jetzt zeigen möchte. Der private Modus ist hier zu finden unter Personalisierung. Wenn wir diesen auswählen, blenden Sie persönliche Inhalte aus, um diesen Modus zu verwenden. Schalten wir mal ein. Jetzt können wir die Entsperrmethode wählen, entweder per Muster, PIN, Passwort oder wenn es wirklich wichtig ist, dann per Fingerabdruck. Dafür müsst ihr diesen aber natürlich erstmal einschalten und vorher auch eingerichtet haben. So, das klappt so halb geil, wenn ich das mal so formulieren darf. Hier oben sehen wir dann immer dieses Symbol für den privaten Modus. Das Ganze gibt es dann beispielsweise in der Galerie. Und hier kann ich dann meine wichtigen, wirklich wichtigen Fotos irgendwie nur für mich sichtbar machen lassen. Das Ganze ist wirklich extrem praktisch und so ziemlich die klügste und auch sinnvollste Verwendung eben für den Fingerprint-Sensor, wenn ihr mich fragt. Fingerprint-Scanner, Verzeihung. Wollte ich euch auf jeden Fall auch noch gezeigt haben. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Passwort speichern, wie ihr es denn gerne hättet. Privater Modus wieder aus und wir machen weiter. Und zwar nur ein bisschen darüber finden wir den einhändigen Betrieb.
Bildschirmgröße und Layout zur einfacheren Bedienung mit einer Hand, bla bla bla. Einschalten, Wischgeste machen und das Ganze wird angepasst. Und zwar so, dass man wirklich mit einer Hand mit dem Finger hinkommt. An alle Tasten. Hier oben können wir das Ganze wieder groß machen. Hier können wir uns das Ganze noch ein bisschen breiter machen und wichtige Apps anzeigen lassen. Ihr seht das. Hier kann ich das Ganze größer oder kleiner machen. Bis zu diesem, ja, zu dieser Größe. Kontakte könnte ich hier anzeigen lassen. Hier unten kann ich dann alle laufenden Anwendungen sehen. Home und zurück und auch die Lautstärke kann ich hier regeln. Das heißt, hier ist an alles Wichtige gedacht. Ich kann das so wieder groß machen und das Ganze geht natürlich auf der linken Seite so. Ist das praktisch oder was? Na klar ist es das. Telefon, alles was ihr braucht, wird hier kleiner. Sehr schön mitgedacht, so muss das sein. Das ist die Einhandbedienung. Ich hoffe, ihr seid noch da und ich hoffe, ihr passt auch noch auf und ich hoffe, ihr lernt viel. Jetzt sind wir nämlich mit den allgemeinen Sachen durch und wir gucken uns mal die Apps an, denn auch in den Apps gibt es wirklich viel, viel zu tun. Wir gehen mal ins Telefon. Ihr kennt das, ihr ruft jemanden an, möchtet aber eure Nummer verbergen, möchtet dafür aber nicht erst in die Einstellungen gehen, in die Anrufeinstellungen und dann zusätzliche Einstellungen und eure Nummer. Ich habe keine SIM-Karte drin, lasst euch nicht verwirren. Und eure Nummer einfach ausblenden. Ihr möchtet das nur für diesen einen Anruf tun, dann könnt ihr das. Einfach Raute 31, Raute eintippen und dann eure Nummer. Und dann ist dieser Anruf unterdrückt. Das heißt, nur für diesen einen Anruf wird eure Nummer nicht mehr gesendet. Merket euch das. Tippen wir bleiben nämlich im Telefon, Sternchen, Raute, 0 Sternchen, Raute ein, haben wir hier ein Testmenü, das ihr gerade noch nicht seht. Deshalb gehen wir nochmal raus, machen das Display ein bisschen dunkler, tippen das Ganze noch einmal ein. Das Ganze öffnet sich, ohne dass ihr was tippt. Und jetzt können wir mal die Hardware testen. Ist also rot, rot, grün, grün, blau, blau, alles ausgeleuchtet. Funktioniert die Vibration? Wie sieht das mit dem Dimmen aus? Klappt alles oder gibt es irgendwo Probleme? LED, rot, grün, blau, ja. Auch sie tut das. Wie ist es mit dem Schwarz? All das kann ich hier testen, falls ich zum Beispiel ein gebrauchtes Gerät kaufe oder einfach irgendwie Schiss habe, dass mein neu gekauftes Gerät nicht klappt. Ist das nicht spannend? Das ist spannend. Wir gehen noch einmal in die Einstellungen und gehen zu Ton. Hier gehen wir auf Vibration und auf Erstellen. Und wenn wir jetzt tippen, dann werden wir genau mit unserem selbst erstellten Vibrieren darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas los ist in der Hose. Ihr seht, jeder Tipper ist ein Wrr. Das Ganze können wir jetzt speichern. Unter dem Namen Muster 1 ist schon okay. Und dann könnt ihr das auswählen. Sehr praktisch. Das kann man beispielsweise genau dann einsetzen, wenn ich irgendwas Wichtiges erwarte und nicht jedes Mal in die Hose schauen möchte. Durch dieses Vibrieren kann ich dann wissen, okay, das ist genau das, was ich möchte. Wir verschwinden aus dem Telefon und gehen zu Nachrichten, schreiben eine neue und hier gibt es wieder einiges zu entdecken. Dafür brauchen wir die Einstellung. Wir tippen länger mit dem Finger hier unten auf das Komma, das da normalerweise steht, gehen dann auf Einstellungen und jetzt geht's los. Meine Shortcuts ist extrem praktisch. Hier kann ich nämlich für die verschiedenen Ziffern, die hier oben eingestellt sind, wichtige Wörter einsetzen oder direkt gleich mehrere, sowas wie Jo, was geht? Bock auf Kicken. Spart euch jetzt jeden Witz. Das ist also auf die 8 festgelegt und jetzt kann ich hier, wenn ich zum Beispiel schnell was schreiben will an einen Kumpel, die 8 einfach gedrückt halten und dann kommt genau dieser Text. Ich kann aber auch die 1 gedrückt halten und die 2 und die 3 und die 4 und dort dann meinen Text zusammenbasteln oder einfach nur einfache Worte, die ich brauche. Wenn das nicht praktisch ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn ihr diese nicht haben wollt, dann könnt ihr die einfach deaktivieren. Es wird wie weiter entspannt und zwar mit Tastatur wischen. Klicken wir mal an und jetzt habe ich viele verschiedene Möglichkeiten. Durchgehende Eingabe. Was ist das? Ihr kennt Swipe oder sowas. Na, machen wir erstmal diesen ganzen Text hier weg. Hallo, du Schokoladenbraut.
Ich möchte jetzt, dass du Schokolade kennst. Schokolade ist okay. Hallo, du Schokolade. Muss man dazu mehr sagen? Das ist halt einfach so eine Swift-Key-Swipe-Alternative. Die Cursor-Steuerung ist ganz praktisch. Wir haben viel Text, möchten aber zu einer bestimmten Stelle und dann können wir entweder einfach über die Tastatur wischen, von links nach rechts oder nach oben und nach unten, um dann zu dieser bestimmten Stelle zu kommen. Ich weiß nicht, wer das oft macht, aber es geht und deswegen muss ich euch das zeigen. Und dann bleibt noch die Streicheingabe. Auf einer Taste nach oben streichen und Symbole zu zeigen. Ihr kennt das, es gibt diese ganzen Umlaute auf U und man kann es einfach gedrückt halten. Dauert aber eine Sekunde. Wenn ich einfach nach oben wische, werden diese ebenfalls aufgerufen. Ebenfalls praktisch, ebenfalls toll zu wissen. Ich möchte keins davon, deswegen packen wir das weg. Auch bei Multimedia gibt es etwas. Wir gehen mal in die Kamera. Drehen Sie mal zur Seite, wie das für eine Kamera halt so geht. Und was möchten wir hier nun tun? Wir können in den Einstellungen sehen, dass wir auch einfach sprechen können mit unserem Smartphone, um auszulösen. Sprachsteuerung ein. Was genau funktioniert? Lächeln, bitte lächeln, Klick oder Aufnahme. Klick. Aufnahme. Ich teste das jetzt nur für euch. Klick, Fick, Klick, Fick. Also, das muss schon wirklich Klick sein. Video aufnehmen. Und da ist das Video. Das heißt, es funktioniert auch, wenn ihr per Sprache etwas auslösen wollt, müsst euch aber dann schon daran halten. Wie war das mit Bitte lächeln? Ha, wusste ich doch, auch das klappt. Sehr, sehr schön. Wir können auch ein Foto aufnehmen, wenn wir die Lautstärke-Taste drücken. Einfach laut. Oder leise. Auch das ist praktisch vor allem unter Wasser, denn das Teil ist ja Wasser IP67 zertifiziert. Das heißt, man darf das auch 30 Minuten lang bis 1 Meter ins Wasser stecken. Werden wir uns natürlich noch anschauen. Praktisch. Sehr gut zu wissen. Gut, wir hätten dann noch den Selective Focus. Das wollen wir uns auch mal gerade anschauen. Ich mache kurz ein Foto von zwei Objekten, eins näher, eins weiter weg. Gut. Wir haben hier in den Einstellungen. Ja. Habt ihr gerade meinen Kopf im? Nein, habt ihr nicht. Gut. Selektiver Fokus ein. Gut. Haben Sie bestimmte Objekte weniger als 50 cm? Okay. Wir haben hier nun also zwei Sachen. Nehmen das Foto auf. Wir müssen uns ein bisschen ruhig halten. Jetzt wird das Ganze verarbeitet. Und jetzt können wir uns das Bild anschauen. Seht ihr mich? Ja, ihr seht mich. Und jetzt kann ich hier den Nahfokus auswählen, den Weitfokus. Ihr seht, das dauert ein Sekündchen, aber dann klappt das doch sehr gut. Ich kann das nicht, wie das beim HTC One 8 der Fall ist, mit einem Tap machen, sondern Nahfokus oder Weitfokus. Ich kann auch auf Panfokus machen und dann wird einfach alles fokussiert. Rein und rauszoomen kann ich auch. Und auch das funktioniert wirklich gut. Selective Focus, also wunderbar. Übrigens, wenn ihr in einer App seid, die wie beispielsweise hier die Galerie oder auch die Kamera das komplette Bild einnimmt, dann habt ihr natürlich nicht die Statusleiste oben. Die könnt ihr aber trotzdem mit einem Wisch herholen und mit zwei Wisch einfach runterziehen. Auch das wollte ich euch erklärt haben. Auch das wollen vielleicht viele wissen. Wir wechseln mal zu Video und auch dort lässt sich ein bisschen was einstellen. Da ist schon ein Video, haben wir ja gerade gemacht. Und jetzt können wir mit dem Finger einfach auf die Statusleiste gehen und dann hoch oder runter gehen und damit quasi schon mal schneller schauen, was denn so in dem Video geht. Eine Viertelgeschwindigkeit, eine halbe Geschwindigkeit oder die volle Geschwindigkeit, all das lässt sich hier testen. Ich glaube, das ist ganz praktisch, um das Video auf bestimmte Details zu durchsuchen. So ist das mit dem Finger. Toller Finger. Was können wir hier noch machen? Nichts, aber in der Musik. Menü.
Es ist immer so, man übersieht einfach irgendwas. Kennt ihr das? Musik, natürlich direkt neben Video. Wir haben ein Lied, machen aber vorher mal leise, denn das wollen wir gar nicht sehen, aber leise ist trotzdem immer gut. Wir gehen auf die drei Punkte, gehen zu Einstellungen und hier gibt es Adapt Sound. Das funktioniert nur, wenn ihr ein Headset habt. Das stecken wir einmal hinein. Und was können wir damit machen? Aus. Okay, und wenn wir das jetzt einstecken, aber erneut überprüfen, so wie beim ersten Mal, dann könnt ihr euch hier einstellen lassen, dass mit euren Kopfhörern der Sound wirklich deutlich besser wird. Wie funktioniert das Ganze? Wir wollen das einfach noch einmal testen. Und zwar habt ihr dann einfach euer Headset auf, hier nochmal die Übersicht. Und währenddessen werden dann Töne abgespielt. Links, rechts zum Beispiel. Ihr müsst, wir starten das einfach mal. Hier zuhören, hört ihr einen Ton, ja oder nein? Wenn ihr auf Nein klickt und auf Ja nacheinander, wird der Sound quasi dann angepasst. Und ich kann euch sagen, der Unterschied ist wirklich echt stark. Das muss ich euch ebenfalls zeigen, genauso wie die intelligente Lautstärke. Lautstärke der einzelnen Titel automatisch auf dieselbe Stufe anpassen. Ihr kennt das, ein Lied ist laut, das andere Lied total leise und dann hat man total gar keinen Bock, das umzustellen, weil man beim nächsten Mal erschreckt, erschrickt. Dadurch wird das umgangen. Es geht weiter mit Magic Fingers und zwar genau gesagt mit den AirView-Funktionen. Was lässt sich hier so machen? Im Kalender, in der Galerie, im Videoplayer und im Telefon lässt sich etwas mit der Hand bedienen, ohne dass wir die direkt berühren. Wir schauen mal, was da so geht. Beispielsweise gehen wir ins Telefon und haben einer bestimmten Ziffer eine Kurzwahl zugewiesen. Das geht ganz einfach, wenn ihr diese Ziffer festhaltet, dann könnt ihr auf OK klicken und euch euren Kontakt auswählen. Wenn ihr jetzt mit dem Finger hier rüber geht, ich zeige euch das mal, ohne das Display zu berühren, wird euch angezeigt, wer genau denn dort als Kurzwahl gespeichert ist. Ihr könnt, na, so, ich bin jetzt, ja, das ist jetzt so ein halber Zentimeter, bis zum halben Zentimeter geht das und dann auch problemlos. Das Ganze funktioniert auch im Kalender. Was für ein Eintrag ist das hier? Sehr schön. Das Ganze geht auch in der Galerie. Zum Beispiel hier ist ein Foto. Ich kann eine Vorschau sehen. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei Alben, nicht nur bei einzelnen Bildern. Jetzt bin ich drauf gekommen, Verzeihung. Im Videoplayer geht das ebenfalls. Ich habe ein Video am Laufen, kann aber mit dem Finger schon weiter vorn hingehen und sehen, was passiert denn an dieser Stelle. Ebenfalls sehr, sehr praktisch. Video hatten wir, Galerie, S-Banner, Kontakte. Gut, damit wäre es das. Das sind die AirView-Funktionen, die wirklich sehr, sehr gut und einfach funktionieren. Über den AirView-Funktionen gibt es auch noch Bewegungen und Gesten. Auch die schauen wir uns an. Airbrowse. Was genau ist es? Durch Bewegen der Hand in die gewünschte Richtung durch Seiten oder Listen von Elementenblättern. Gut, probieren wir mal. Das Ganze geht dann beispielsweise in der Galerie. So. Einfach zwischen den verschiedenen Bildern hin und her. Auch das funktioniert sehr, sehr gut und so wie es soll. Und auch das ist praktisch, wenn man nasse Hände hat oder beispielsweise irgendwelche schmutzigen Finger. Musik. Auch hier geht das. Das Lied läuft jetzt. Ich habe nur ein Lied drauf, aber ihr könnt ja hier unten mal auf die Wiedergabezeit schauen. Wir sind in der Mitte, machen den hier und landen dann wieder beim nächsten, beziehungsweise in diesem Fall selben Lied. Das Ganze funktioniert gut, das funktioniert so wie es soll. Sehr, sehr schön. Im Internet können wir hoch und runter scrollen. Und wir schauen mal, und die Einstellung ist hier das Letzte. Und wir sind genau bei dieser Ecke wieder. Das heißt, wir verpassen nichts. Wir sind genau eine Seite, einen Absatz weiter. Toll, dass auch das funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele Leute das benutzen, aber es geht. Weiter geht es dann. Jetzt war ich schon ein bisschen zu schnell. Machen wir das mal wieder alles weg. Mit Direktanruf. Wenn ihr die verschiedenen Kontaktdaten von einer Person hier habt, beispielsweise von ihr hier, und zwar so geöffnet, dann könnt ihr, und jetzt hört mal auf das Geräusch. Wartet, so. Habt ihr das Vibrieren gehört? Ja. Direkt anrufen, ohne auf diesen Button klicken zu müssen. Das könnte schon Zeit sparen. Ob das so viel ist, das möchte ich jetzt mal nicht behaupten. Smart Alert. Das Gerät vibriert, wenn Sie es aufnehmen, um Sie über verpasste Anrufe oder nicht gelesene Nachrichten zu informieren. Das ist jetzt nicht so spannend. Es liegt einfach da, ihr hebt es und dann vibriert es kurz. Auch das funktioniert aber gut. Stumm anhalten. Puh. Na.
Was gibt es hier? Nutzen Sie bei eingeschaltetem Bildschirm folgende Bewegung, um eingehende Anrufe und Alarmtöne stumm zu schalten oder um Medien anzuhalten. Ihr seht das hier schon. Entweder mit Hand bedecken oder das Gerät umdrehen. Gut, hier nochmal eine schöne Erklärung dafür. Smart Pause. Die Kamera erkennt, ob ihr hinschaut oder nicht. Auch das testen wir natürlich mal. Wir haben ja hier dieses schöne kurze Video. So, mal schauen, seht ihr was? Ja, ich bemühe mich mal. Ich schaue hin, ich schaue weg. Ich schaue hin. Ja, okay, das ist anhand dieses Beispiels jetzt natürlich echt kacke. Deswegen machen wir mal ein neues. Nein, nicht so schnell, du Urlaub. Wir machen also ein Video. Und gut, das fokussiert. So, ein bisschen Material brauchen wir schon. Und jetzt schauen wir nochmal in den Einstellungen, ob das aktiviert ist. Ja. Gehen dann rüber zum, ja, gehen wir zur Kamera und gehen dann hier zu dem Video. Können das Ganze natürlich auch noch umdrehen. Und jetzt gucken wir mal. Also, ich schaue hin, ich schaue weg. Ich schaue hin. Ich schaue weg. Hin, weg. Hin, weg. Und wie ihr seht, auch das funktioniert. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht meine Schrubbelshaare in die Kamera geworfen zwischendurch, aber ich tue ja alles für euch. Also, ich schalte das übrigens alles mal aus, denn ich kann damit absolut gar nichts anfangen. Aber ich demonstriere euch das natürlich trotzdem gerne. Stumm anhalten kennen wir ja schon. Und dann bleibt noch Aufnehmen durch Wischen. Auch das habe ich euch ja in diesem Video schon gezeigt. Und hier steht nochmal, dabei steht es mit dem Bildschirm in Kontakt bleiben. Das heißt, es geht nicht, wenn ihr den hier macht oder nur zur Hälfte. Gut, haben wir also auch das geklärt. So, haben wir dann noch was? Ich schaue mal kurz auf meine Liste. Das war's. Das waren sie nun, die vielen, vielen Tipps und Tricks zum Samsung Galaxy S5. Habt ihr viel gelernt? Wie viel wusstet ihr? Lasst mich das wissen. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.